Hallo allerseits und willkommen zu einer weiteren Folge von Transistor und mal... Was? Was? Kotz dich aus, was willst du von mir? Naja, egal. Mal schauen, was ist das denn? PFW? Was soll denn das heißen? You'll be back someday. Ja, aber fürs Erste hau ich ab, ne? Wieso wird's hier so neblig? Hat jemand die Nebelmaschine angeworfen? Huch, Ja, die Kamera. Spaß? Du. Can I ask him why? And I have this feeling he's gonna let us know. Ja, weil wir ein Schwert haben und es ist, und ihn es über den Kopf schlagen werden oder so in der Richtung. Über den Kopf schlagen? Auf den Kopf schlagen, das macht mehr Sinn. Warum sollte ich etwas über... Egal. Schwarzes Bild? Kein schwarzes. Woran? Was war denn das? Okay, Hilfe. Was sind das für Dinger? Was, wie? Paparazzi können die in den meisten Angriffen ausweichen, sind hinterher aber verwundbar. Okay. Das sind wohl die extra Infos, die ich jetzt bekomme. Ach ja, Breach ist ja immer noch nicht. Ja, das stimmt ja. Ist ja immer noch defekt. Wow. Na komm, mach das Ding da platt. Na, geht doch. Keine Bilder hier, ja? Das ist ungesund. Hey, ich seh die Bilder später auf eBay. Nee, da unten geht's nicht lang. Schade. Hätte ja was sein können. Welchen? Ach, das ist eine dieser Hintertüren. Sounds like waves. Bin ich am Meer? So, don't know what I was expecting, but it wasn't this. What? Wo bin ich denn hier jetzt angekommen? Ich bin jetzt wirklich mehr oder weniger am Meer. What the... Yay, ich kann Ball spielen! Fun. Mega! Kann ich eigentlich ins Wasser? Nö. Was mache ich mit der Hängematte? Wahrscheinlich nicht so viel, wa? Die halten wohl nicht sehr viel von was. Aber was, ist jetzt einfach am Schlafen gewesen, oder was? Okay. Geht's da hoch? Ich glaube ja, oder? Ja. Zugriff verweigert? Okay. Was ist denn das? Was? Geschwindigkeitstest? Was für ein Test? Wie bekomme ich da auch irgendwas? Sand. Water. Nothing. Geschwindigkeitstest 1 von 6? Okay. Terminierprozess in 32 Sekunden. Okay, das ist viel. Was ist denn das? Bounce? Ach, das ist dieses... Okay, warum habe ich denn das da drin? Ach ja, das muss ich ja auch noch angreifen. Super. Das war nicht so super. Nein, lass mich in Ruhe.
Wo geht das Ding hin? Ach, ich hab auch Nee, was ist das denn? Crash? Das ist aber was anderes. Das ist eine erweiterte Version, oder? Mann, warum? Ich kapiere bei uns nicht. Gut, dass ich das Ding nicht mitgenommen hatte. Ich kapiere es nämlich nicht. Okay. Okay. Verstehe ich nicht so hundertprozentig, aber okay. Das ist doch eine Art Breach, oder nicht? Nein, 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 au, au. Komm. Nee, den erwisch ich jetzt theoretisch doch, ja. Ich glaube, das hätte ich irgendwie früher machen müssen. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ja, deswegen geschlagen. Was ein Wunder, dass ich den nicht geschafft habe, den Test. Naja. Nochmal! Ups. Na, na, kommt alle irgendwie so, dass ich euch alle treffe? Ja, das geht. Doch, zwei schon mal weg. Adios, Fiesling. Na, 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 komm. Ja, 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 ja. Ah, cool. Noch ein paar weg. Da, jetzt den nächsten da oben. Nee, war doch nicht so viel auf mich drauf, ja. So. Jetzt sind, glaube ich, nur noch zwei oder drei kleine, oder? Drei, sehe ich gerade. Du kommst an die Reihe, du kommst an die Reihe. Ja. Und jetzt noch diese... Wie heißt das? Schadzelle. Ah, nur noch eine Schadzelle. Na, dann müsst ihr durchhaben. Bingo. Nett, hab ich ein bisschen EP bekommen. Was, Falker schüttet denn Musik in Circles? Cool, ich kann hier sogar Sachen freischalten. Also so Extras. Nummer 2? Hier, wo ist Nummer 2? Nö, hier ist alles zu. Ach, da habe ich unten einen Musikplayer. Was mache ich denn damit? Wahrscheinlich jetzt abspielen, oder? Wechsel zu der Musik oder drücke R. Posting in Circles. Ach, okay. Muss das nicht das gewesen sein, was in der letzten Folge gewesen war? Oder? Nee, das ist glaube ich eher... Ich meine, ich habe das gehört. Wann habe ich das gehört? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob ich das jetzt im Spiel gehört habe oder ob ich mir das angehört hatte mal irgendwann, als ich den Soundtrack mir angehört hatte. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo der Unterschied zwischen den beiden ist. Also, naja, mehr oder weniger. Ja genau, Zugangspunkt. Breach, ich will Breach wieder haben. Zum Aufdecken Prozessbegrenzern. Drücke zum Aufdecken von Prozessbegrenzern Leertaste. Okay. Prozessbegrenzer. Ja? Was? Huch, was ist denn das? Das sieht aus wie von dem Schwert, oder nicht? Okay, ich habe ja nur das da zur Verfügung. Was, wie, was, Begrenzer stärken von, was? Meine Güte, Begrenzer stärken den Prozess, okay. Ja, ich kann nicht lesen, wie gesagt. Belastbarkeit, Begrenzer, Effekt bei Benutzung, bei Terminierungsspawn der Prozess, abgeschirmte Zellen. Benutzerlevel, Bonus 2. Systemstatus, ein Begrenzer setzt in Verwendung, Benutzerlevel, Bonus, Gesamt 2%. Verstehe ich nicht hundertprozentig, aber... Ach, das sind so diese komischen Schadzellen, oder nicht? Okay. Komm, ich will wieder meinen Breach haben. Warte mal, wobei kann ich das... Stimmt, kann ich das nicht da unten vielleicht irgendwie wo reinpacken? Nein, verdammt, das war falsch. Nö. Ach, das ist wieder draußen, okay. Funktion auswählen kann ich... Nee, das ist jetzt auch wieder falsch.
Komm, das hier will ich haben und kann ich das da in... Nee, geht gar nicht. Hä? Achso, ich... Vielleicht war das noch gar nicht drin ist. So, installieren. Und jetzt... Genau, das geht. Cool, dann habe ich ja dann die größere Reichweite, oder nicht? Das ist ja nice. Jo, dann... Mal gucken, was passiert eigentlich, wenn ich das da reinpacke? Und das da am besten auch. Einfach mal gucken. Vielleicht passiert hier irgendwas mega Tolles! Hilfe, Prozessor! Schon wieder so ein paar Prozessor. So, mal gucken. Ah, das macht halt aber weniger Schaden. Schade. Dafür kann ich aber das öfter verwenden. Und es hat eine größere Reichweite. Ja, die landen später wieder auf eBay. Blöde Paparazzi hier. Was bist du eigentlich? Das ist eigentlich nur ein Helfer, ne? Ja. Den probiere ich auch mal gleich mal aus. Mal gucken, was der so macht. Bestimmt irgendwas Nettes, oder? Oder macht er gar nichts? Nee. Was macht das? Was ist denn das? Cool, ich hab ein Pet. Wie nice ist das denn? Nein. Wo ist 4? Wo ist 4? Da ist 4. Also das ist doch nützlich, wenn ich da jetzt noch so einen Begleiter habe. Verschwindet der jetzt auch? Weiß ich gar nicht. Ich glaube ja, ne? Weil der ist so nebelig. Der ist so ein komischer Nebel um den herum. Schild zerstören? Na toll, die muss ich auch noch... Super. Muss ich auch noch ein Schildblatt machen, bevor ich die haben kann. Begrenzter Bonus? Ach, okay, ich bekomme dann einen EP-Bonus. Das ist ja nice. Okay, kann ich ja nicht rein? Ich bin aber rein. Ich will da rein. Hallo? Aktualisierte Funktionsdaten 2. Bekomme ich da jetzt irgendwas anderes oder? Nee, ne? Nö. Da bekomme ich jetzt nichts Neues. Habe ich da hinten irgendwas vergessen? Nee, glaub nicht. Was sind das für ein Würfel? Was ist denn das für ein Würfel? Würfel, du nicht gefallen mir. Warum wohl? Komm, Hündchen, mach platt. Oh ne, ein Cheerleader, das ist super. Verbleibende Spawn 6? Sag mal, macht der Hund überhaupt das? Ich glaube ja. Ja, doch. Reiche ich den jetzt wirklich? Ich glaube nicht, oder? Ja, doch. Cool, das ging ja einfach. Ja, Mann, lass deine Fotos. Da ist er ja. Nett. Bald wieder ein Level Up. Gibt's hier was? Besucherbüro? Tja, jetzt wohl auch nicht, ne? Wird sich nicht viel dran ändern. Die Dinger, die schießen aus dem Boden wie Pilze. Wo bin ich denn jetzt? Hallo? War's ein Bild? Wo genau hier? High-Rise-Kanäle? Was ist denn das da unten? Da, komm, den mach ich platt. Mach dich kaputt, dich da unten, du komischer Prozess. Du Eierkopf. Jetzt komme ich aber garantiert nicht ran. Da komme ich jetzt aber garantiert nicht ran. Verdammt. Oh, das sind doch... Alter, was machen die denn? Alter! Sag mal, was... Wie? Nee, ich will erstmal ein Hühnchen haben. Nein, jetzt stehe ich auch noch da drin. Mach's da platt! Fifi, mach's da platt.
Cyberhühnchen. Und tschüss, Kartoffelkopf, genau. Ja. Ei, Kartoffel. Ich will wohl einen Salat machen, wa? Na, komm. Und tschüss. Keine Ahnung. Was kriege ich denn jetzt für ein Level? Bonus? Warte mal, die kenne ich doch schon. Bounce und Load. Explosiv-Effektbereich, ja. Die kenne ich bereits. Nehmen wir mal Load. Und das packe ich dann, denke ich mal... Was? Berechtigung auswählen? Cage, Pussy... Ich kann nicht lesen! Ich glaube, meine Brille ist defekt. Ich glaube, der Akku ist leer. Sonst könnte ich ja lesen, ne? Passive Boni von Funktion. Öffnet Passivslot 1 zur Verfügung. Nee, doch. Ach, okay, ich bekomme einen. Ah, das ist ja nice. Dann kann ich bei einer Fähigkeit wohl eins mehr reinpacken, ne? Nutzerlevel Bonus 2. Effekt bei Benutzung. Bei Terminierung spawnt der Prozess manchmal Zwillingszellen. Aha, der Prozess mit doppelter Kraft zu schlagen. Nehme ich mal das. So. Wo ist ein Zugangspunkt? Ich brauche Zugangspunkt. Ich will installieren. Ich will. Hallo. Zugangspunkt. Hallo. 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 Zugangspunkt. Zugangspunkt. Hallo. Hä? Warum finde ich hier keinen? Warte mal, gehe ich gerade zurück? Verdammt, ich glaube, ich gehe gerade zurück. Nein, falscher Knopf. Ja, ich bin zurückgelatscht. Ich Depp. Zugangspunkt! Hallo! Zugangspunkt! Ah, da ist ein Zugangspunkt. Was? Doofi? Heißt das Ding Doofi? Ja, Doofi. Mega Name! Doofi, du Eierkopf, du bist platt. Damn, Red. Ja, ich geh Enrage. Na, ja, Tentakel. Vigras 2.0, was kann das Ding denn mehr? Außer verrecken. Dass die Schilde haben, nervt. So. Hä, hey, da ist ja noch einer. Ja, yeah, noch mehr Gras. Nochmal zwei drauf. Weil die Schilde weg sind. Na, super, und trotzdem nicht erwischt. Nein! Verdammt, zu spät weggegangen. Nee. Verdammt, jetzt erwische ich den da nicht. So, jetzt aber. Ja, und natürlich kriege ich das Schild nicht weg. Warum kriege ich das Schild nicht weg, Menno? So. Fertig, ich habe Omelette gemacht. Cyber-Omelette. Was ist das? Ist das OVC? Ja. Blauer Himmel ist wählbar. Warum ist er wählbar? Wählen Sie Ihre Lieblingsabendhimmelfarbe und machen Sie die vierteljährliche Sonnenwende mit Ihrer Stimme zu einem unvergesslichen Erlebnis. Farboption Schwarz. Nö. Kobaltblau, Tiefrot, Meergrün, Dunkelorange. Tiefrot. Sie sind 23% der Bewohner wählten Tiefrot. Danke für Ihr Verstehst du? Danke für Ihr Feedback. Die Ergebnisse werden in 6 Tagen veröffentlicht. Nur noch 27 Tage bis zur Sonnenwende. Ja, und nur noch ungefähr so und so viele Sekunden und Stunden und Tage bis die Sonne untergeht. So, jetzt will ich hier mal den Zugangspunkt nutzen. Hey, noch ein Begrenzer? Ah ja, stimmt ja. Da. Was? Prüfen? Kennzeichnung. Ja doch, sag ich doch, Schadzelle. Die Zellen sind ruiniert. Sie gehen kaputt, wie alles, das kaputt geht. Aber statt kaputt zu gehen, werden sie etwas anderes. Etwas, das sie anscheinend nicht werden wollen. Das ist keine Verwandlung, sondern eine totale Metamorphose, die, soweit ich das beurteilen kann, nicht umgekehrt werden kann. Hat die Zelle erst diese Form angenommen, bleibt ihr nur noch übrig, ihr gespeichertes Potenzial auszustoßen, wie einen letzten Atemzug. Zurück in den Äther vermute ich eine Art von Selbstverteidigung. Royce? Wer ist Royce? Keine Ahnung, wer Royce ist. Wieso ist das rot?
Habe ich jetzt noch stärkere Gegner? Oh, verdammt, ich kann ja gar nicht. Hey, das ist, ich kann es gar nicht einbauen. Ich kann das gar nicht einbauen, schade. Das ist nicht so super. Aber wenn ich jetzt was 1 installieren will, könnte ich das wo reinpacken? Ja, neue passiver Slot verfügbar, ich weiß. Ach so, da oben. Das ist jetzt irgendwie... Installation entfernen? Ich entferne mal es. Ja, das entferne ich mal auch. Ja, und wo reinpacke ich das? Kann ich das da reinpacken? Pakete spawnen automatisch. Spawn Cooldown 10 Sekunden. Ach, dann kann ich so... Ach so, solche explosiven Dinger da. Ah, das ist ja nice. Aber was wäre, wenn ich jetzt... No. Was passiert, wenn ich den da hab? Neue Aktivkill, Basisschaden, Turnplanungskosten 110, hä? Gewährt eine Chance von 25% bei der Verwendung von Turn zum Super-User zu werden. Was für ein Ding? Okay. Ich glaube, ich lasse das erstmal so, wie das war. Also ich pack das Ding wieder hier rein. Dafür aber pack ich theoretisch dies Dingen irgendwie... Hä? Load Barkschaden, 125% Bark-Explosionsradius. Verbündeten Leben. Ja, das ist nice. Das macht alles mal schön in den Plusbereich, ne? Ach, verdammt, ist jetzt voll, oder was? Ja, das ist voll. Verdammt. Na, was soll's. Ist leider voll, aber... Dafür habe ich jetzt einen explosiven Hund. Explosiven Hund? Ich glaube, der Fuzzi geht bumm. Wenn's zu viel Schaden kriegt, oder... Wenn jetzt der CD wieder ready ist? Naja, werde ich wohl sie morgen sehen. Muss ich abwarten. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.